Hallo Leute und willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7. Letzte Folge haben wir ein Tomberry-Messer erhalten und jetzt gucken wir noch weiter bei der Mission, denn da gibt es noch einige, die vier Sterne sind und die ich noch erledigen möchte. So, in schwarzen Tiefen 2. Dafür gibt es 2 Heldentrunk. Gut, ein relativ kurzer Weg, 2 Kisten. Ein Vogel mit 2 Käfer. Ein Dunkelopal. Und hier haben wir Amythril. Was bist du denn? Activating Combat Mode. Mandragora. Oh yeah. Conflict resolved. Und unser Sprung ist jetzt mächtiger geworden. Und zweimal einen Heldentrunk. So, dann haben wir hier die Soma-Zutat. 4 Sterne und da gibt's 20 Elixiere. Okay. Ich weiß noch, damals waren Elixiere selten. Mittlerweile kriegst du es überall hinterhergeworfen. So, Dunkeleis ist mächtiger. Dunkeleis meine ich. So, ein Silberarmband. Activating Combat Mode. Oder Mandragoras. So viele Pflanzen. So, einmal Feuerer. Und die andere Kiste ist wahrscheinlich irgendwo beim Boss. Activating Combat Mode. Here we go. Gonna love this. Oh, eine neue Erinnerung. Von Angel, wenn 2 Cloud-Bilder sind. Okay. Warm up's over. Meteor-Schauer Stufe 5. Power of Soldier. Oh yeah. Voll übertrieben für das arme kleine Mandragora. So, und das ist unsere dritte Kiste mit einem Soma. Activating Combat Mode. Hey! Take that! Later! Ach, schon wieder diese Insekten. Conflict resolved. So, 20 Mal Elixier. Ich glaube, die reichen bis zum Spielende. So. Phönixplan. Lehre der Ärzte. Da bin ich mal gespannt. Apropos Phönix. Den gibt es ja eigentlich auch noch. So, keine Kiste. Out of the way.
Heads up! Oh no, you don't! Conflict resolved. Oh yeah! So, da haben wir unseren Gegner, dieses komische Vieh. Taking you down a peg. Gonna love this. This'll do. That's enough. Bye now. Gonna love this. How about this? Oh no, you don't. Taking you down a peg. That's enough. Here we go. This is gonna sting. Ah, ach. Brace yourself. Concentrate. I'm feeling it. Und Stufe 26. Lehre der Ärzte. So, dann muss ich ja mal gucken, was das ist. So, es dürfte hier irgendwo sein. Spezialeffekte. Okay. Lehre der Ärzte. Setzt bei niedrigem TP automatisch einen Heiltrank ein. Aha. Federkappe. Im Rauschzustand können Parameter ihren dreifachen Wert annehmen. Hm. Das ist ja praktisch. Was nehmen wir dafür raus? Schützen vor Stumm. Kriegen wir oft Stumm ab? Ich weiß gerade eigentlich nicht, ne? Gut, Autoheiltrank ist natürlich praktisch, um nicht zu sterben. Gut, Stoppimpuls ist eigentlich auch ganz gut. Erhöht Attacke und Magie, fügt Angriff an einigen Fertigkeiten Stopp hinzu. Und Titanreif gibt 30% mehr Lebenspunkte. Das möchte ich ungern austauschen. Wir brauchen mal den vierten Slot. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Stoppimpuls raus und nehmen die Federkappe rein. Jo. Ich denke, das könnte so passen. So, dann weiter geht's. Die Stadt im Untergrund. Dafür gibt es zwei Mondhafen. Und vier Kisten. Und sehr viele Abzweigungen. Ja, super. Gehen wir mal da entlang. Dann können wir hier. Activating combat mode. Bring it on. Natürlich. Try now. Oh no, you don't. Hey. Take that. Heads up. This is gonna sting. Yeah. Boah, ihr ekelhaften Todesclown. Concentrate. Oh yeah. Conflict resolved. Meine Güte. Lästiges Vieh. So, ein Kraftreif. Ach ja, und noch kurz das ändern, denn Sprung ist jetzt auf Max-Level. Da nehmen wir... Giftwirbel hört sich ja verlockend an. Was haben wir denn noch? Stehlen, stille Klinge, Achilleshieb haben wir gerade schon drin. Schwarzkunst ist auch interessant. Ja, wobei, da kriegen wir 20% bei Lebenspunkten. Nehmen wir mal Schwarzkunst mit. Mal gucken, wie das so reinhaut.
Dann... Kiste. Da ist eine Kiste. Und schließlich Todesklauen. Ach ja, Schwarzkunst. Ja, wie viel Schaden ist das gemacht? Oh, Odin. Brace yourself. Na, Odin ist so cool. Ich freue mich schon drauf, wenn wir in Remake gegen Odin kämpfen müssen. Das wird bestimmt total lustig. So, Vita ist fertig. Dann können wir eigentlich mal Vitra pushen. Und vielleicht mal so Vigra oder Mega Vita fusionieren. Wenn ich das Rezept hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Aber wir können es ja versuchen. Da ist die letzte Kiste. MP Boost Plus. Und was bist du? 5 Vieh. Ah Gott. Die 1800? Oh, 2000. Ja, gut. Training hard, I hope. You better believe it. Leveled up, too. All right. Let's see the results. There, your data from last month. All right, bring it, me from last month. No improvement whatsoever. Training's over. Maybe I should leave him with Sephiroth for a while. Better run for it. Prove your honor to me. I got it. Ach, es war ein Gargoyle. Gut, Level up und Mundhafen 2 Stück. Mailadresse vom S6 Accessoire-Laden erhalten. Attraktive Accessoires. Sehr geehrter Herr Feld, die Abteilung für Stadtplanung dankt Ihnen herzlichst für die fruchtbare Zusammenarbeit. Mit der diesmaligen Mission ist ein lang gehegtes Projekt endlich beendet. Den erfolgreichen Abschluss haben wir Ihnen zu verdanken. Wir möchten uns erkenntlich zeigen, indem wir Ihnen die Adresse des Accessoires-Ladens in Sektor 6 zukommen lassen. Dieses Geschäft bietet für jeden das Accessoire seiner Träume. Sicher ist auch für Sie etwas dabei. Wir hoffen auch künftig, Ihre Dienste vertrauen zu können. Shopping. Was gibt's denn da Schönes? Oh, wir haben leider schon alles. Da auch. Gut, Materie ist nicht schlecht. Aber wir haben überall schon alles, mindestens einmal. Gut, Schwarzkunst ist tatsächlich irgendwie ein bisschen meh. Aber ich level's mal auf. Hey, cool, 25%. Einen Kristallreif bekommen wir jetzt dafür. Als nächstes gibt es dann den Sturmangriff. Der interessiert mich ja auch. Dann Magiestein, Feuer, wertvolle Uhr, Wall, Koboldschlag. Der ist, glaube ich, ziemlich gut, der Koboldschlag. Graviga, Chocomoppe Feder, Moki, Hokus Pokus. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Sturmarm. Sturmarm. Ist bestimmt auch gut. Mega Vita, sehr gut. Durgewalten und Taira Seele. Ja, gut. So, wo ist der denn, der Kristallarmreif? Da. Magie und Willenskraft plus 20, Schutz vor Gift und Fluch. Okay. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt den vierten Slot zum Ausrüsten. Ertragreichen Ebene.
Okay, es ist 5 Sterne. Sekte Aufräumer. Die Monster 7 Sterne. Okay. Das wird erstmal nichts, denke ich. So, Experiment Nummer 105. Dafür gibt es einen Giftimpuls. Activating Combat Mode. Nein, nicht wirklich. No. Stirb. Der war ja lästig. So. Dann haben wir Experiment 106. Da gibt es Subvitra. So, und zwei Kisten auch wieder hier drin. Gehen wir mal da lang. Ein Elixier. Gut, dann gibt es bestimmt genau gegenüber jetzt auch noch eine Kiste. Ah, da steht's ja. Adamantit. So, dann weiter zum Boss. Mal gucken, was Hojo auf uns setzt. Das ist ein Shield, super. Allerdings ist es eine Monsterform. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Oh yeah! Activating combat mode. Heads up! This is gonna sting! How about this? Gonna love this! Gut, dass er anfällig für Eis ist. This'll do. That's enough. Hot. Here we go. Oh no, you don't. Ah, hast du doch nicht so viel Schaden gemacht? So, einmal ein Äther. Oh, ein P-Frei, ist ja super. Ha!
Das macht irgendwie auch keinen Schaden mehr. Was ist denn jetzt los? Taking you down, I'm gonna love this. Bye now. Oh no, you don't. Ah, jetzt macht wieder mehr Schaden. Here we go. This is gonna sting. So, Subvitra. Gut, der Kampf war ein bisschen herausfordernd. So, da ist jetzt nichts mehr. Dann mal hier gucken. Versprengte Wutayana. Da gibt's eine Giftklinge. Und zwei Kisten. So, einen Heiltrank. Ja, okay. Activating combat mode. Concentrate. I'm feeling it. Der lebt noch. Das war etwas unerwartet. Heads up! Gonna love this! Bringing out the big guns! Is this the end? No! Not if I can help it! Ah, Unverwundbarkeit. Take that! By now, that's enough! Heads up! Gonna love this! Conflict resolved. So, erledigt. Und eine Giftklinge.
So, da der mich aber voll aus dem Latschen gehauen hat. Ja, wollte ich eigentlich noch kurz was holen gehen. Gucken wir nochmal, was hier für Nebenmissionen noch sind. Hey, you have a Mako Stone with you all. Can you leave? Achso, ja. Den Glücksmakonit. Oh yeah, if you want, you can stay and watch us. Nee, kennen wir ja schon. Now that we're mass producing quality materia, the plan to shut us down has been completely scrapped. Zach, truly, we couldn't have done it without you. Forget losing my job. They just gave me a big bonus. Meister der Makoniten. Schön. Einmal Regina. So, habe ich noch mehr davon? My dream is to newly establish a materia department within the Shinra Company. It's still just a pipe dream, but I'm gonna keep working until it comes true. Gut, anscheinend nicht. So, und das dürfte wahrscheinlich die Untersuchung sein mit den Liegestützen. Immer noch. Yep. So, dann einmal ins Foyer. Ist hier noch was Neues? Nee. So, Sonderaktion für Heiltränke. Ja, die möchten wir wieder haben. So, dann haben wir jetzt wieder einmal Schutzengel drauf. Perfekt. Zack. Gespeichert. Und ja, in der nächsten Folge haben wir dann noch ein paar Missionen, aber es dürften jetzt nicht mehr so viele sein. Gut, dann bedanke ich mich jedenfalls erstmal wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute! Legend shall speak of sacrifice at world's end.